Hallihallo Leute, schön, dass ihr mit dabei seid beim Minecraft. Gut, ich glaube, ich habe jetzt Sonnenuntergang gefunden. Eine der besten Ideen gefunden, wie wir die ganzen Bienen. Nein, falsch. Fangen wir mal an. Haben eine Möglichkeit gefunden, wie wir an Drakonik kommen, indem wir mit den Bienen das machen. Wir gucken hier. Die Drakonik Prinzess macht uns Drakonik das. Und die kriegen wir aus der und Enderbiene. Enderbiene haben wir ja schon. Die haben wir sogar schon fertig. Und jetzt brauchen wir noch die. Die kriegen wir aus. Modest und Ugal. So. Cinder brauchen wir zuerst. Nehmen wir die. Die Cinder können wir dann zu Ugal weitermachen, glaube ich. So irgendwie war das. Oh, Gene Quest. Okay. Dann eine neue. Wir brauchen Modest. Und eine Cultivated. Die Scheiße können wir hier reinhauen. Also, das und das Ergebnis sind da. Vielleicht haben wir jetzt Glück. Okay. Schmeißen wir jetzt ein Gerät, da war egal. Genau, sind da. Perfekt. Dann. Hier haben wir die Ende. Hier haben wir die Legende drin. Brauchen wir die Legende noch? Nein, brauchen wir nicht mehr. Also, wir schmeißen die Legende mal hier oben ein. Das ist ja. Fertige Baustelle hier, gell? Die Legende, genau. Schmeißen die mal hier rein. Und, schauen wir, dass wir die beschleunigen mal. Ich möchte ein paar. Okay, die ist mit gar nichts zufrieden. Warum nicht? Irgendwo sollte ja sowas wie ein Bier leiser sein. Habe ich den eher Mann? Ja. Sie ist mit gar nichts zufrieden. Was fehlt denn dir? Sie braucht Nether. Okay, interessant. Aggress hat sie. Also aggressiv. Down 2, also. Ah, Nita. Okay. Das heißt, wir brauchen. Hier mal rein. Dann brauchen wir. Ja. Machen das anders. Komm raus. Kommst mal. So, wir haben hier drin. Missing. Ich glaube, das war das Richtige, oder? Hat die irgendein anders gehen auch noch? Never sleep vorgang 992. Okay. Dann packen wir die hier rein. Lassen die hier mal durcharbeiten. Ja. Dann wird ja die wieder relativ normal. Glaube. So, und wenn wir die jetzt hier reinpacken, sollte sie. Denn die ist noch immer zu kalt. Weil sie hat Hellfish down. Er wird. Non. Und sie hat nur Bauer. Warum hat sie nur Bauer? Weil das Flachsdingsbums normal funktionieren sollte. Output. Die Bauer hat sie. Dohomit und Cold. Okay. Das passt mir natürlich nicht. Fertilized. Dohomit oder Orange? Non. Okay. Weiß es nicht. Wie man das da mit diesen Humitas sagen könnte. Das heißt, der Toleranz keine. Aber die hat ja. Jetzt mal nochmal gucken. Flowers ist eh klar da. Humit hat die keine. Die hat ja keine Toleranz. Arid. Arid. Bah, bah, bah. Bah, 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 bah. Da weiß ich jetzt leider nicht, wie ich denn mit der Biene umgehen sollte, weil ich nicht weiß, um was es da geht. Dentistry. Wir wollen mal gucken, was wir so an Upgrades haben. Wir haben ja Hell. Hellen Upgrade haben wir ja gut. Sind wir nur durch das mit einer Humani testen, ob das geht. Ich weiß es echt nicht. Mit Glas. Wie immer eigentlich. Mach mal Glas, Junge. Weiß nicht, ob das reicht. Wir können aber auch cooler machen. Dafür fehlt uns ein Standard-Upgrade. Wir werden einfach testen, was die braucht. Ich glaube, cool. Die müssen ja. Jungs, der hatte gesagt, zu kalt. Wir können auch Heater machen. Dann auch nicht. Vielleicht brauchen sie das.
Was ist denn das? Human Tolerant Known. Okay, das müssen wir drüben noch wieder reinklicken. Dann gehen wir Bienen. Du, wo waren das jetzt? Da oben drin. Du da rein. Und ihr, also die Biene. Wo ist die jetzt? Hab ich die da drin vergessen? Ja. Da rein. Gut. Too humid. Too cold. Das. Oh, sie ist zufrieden. Gut. Aber mal ziehen mal ab. Beschleunigen. So. Hier können wir jetzt mal gucken. Da oben steht sogar jetzt ein paar Sachen. Produce, Modifiers 60%. Flowering Chance 15, Lifespan Modifier 40. Okay, also was macht die für ein Kombi? Was kommt da raus? Phosphor und Wachs. Ist gar nicht mehr so verkehrt. Wir werden das jetzt mal extrem schnell beschleunigen hier. Die. Da, so 3x3. Natürlich hat die jetzt zu wenig Strom, weil. Und jetzt zu wenig liefern oder was? Eindrucksvoll, wenn ich den dann hier dran schließe, dann müsste er ja eigentlich genug bekommen, oder? Output. Und hier die Energie bleibt dahin. Oh. Okay. Das ist natürlich jetzt nicht so besonders. Wir gehen jetzt mal kurz über und nehmen die mal raus. Oh. Was hast du das? Ja. Das heißt, die ist ein bisschen aggressiv. Aber ich habe Effekt Non drauf, oder? Normal schon. Was ich mich so erinnern kann. Aber vielleicht interessiert die Biene das nicht. Vielleicht hat sie einfach kein Interesse daran. Und will mich einfach töten. So. Na, scheiß Bock mit oben rein. Dann kann man das. Und das auch da reinpacken. So, wir haben jetzt hinter Queen. Mal gucken, wir brauchen ja eigentlich, wenn man es genau nimmt, keine Queen, sondern eine. Ja, ich bin schon weg. Lass mich frieden. Blablabla, wir brauchen fressen. Fressen, 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 fressen. Ja. Also ist ziemlich aggressiv, dieser Biene. Die Frage, können wir dann die Aggressivität von der Biene herunterschrauben? Oder wird es einfach immer töten? So, um da jetzt weiterzumachen, brauchen wir ja eine Fruitledge. Wir brauchen ja Draconigum Dust. Den Dust Bauern? Nee, den nicht. Den da. Und den kriegen wir ja mit einer. Das heißt, wir bauen aus der ist Modest und Rugal. Aber hier sind es. Aus der Modest, Rugal ist. Also, Modest und Sinteris. Das ist Modest. Modest Hive. Ja, bevor die uns töten, hoffentlich. Ja, geht. Also, wir brauchen ja da drin. Modest und Sinteris ergibt uns. Was brauchen wir jetzt? Ich habe wieder vergessen. Haben wir zwei Auswahlen. Wir brauchen Drakonik und da brauchen wir eine Austeric. Vogal. Vogal brauchen wir. Ich hoffe, dass die jetzt kein Waste ist, weil wir haben noch eine. Müssen wir dann noch einmal durchlassen. Vogal, perfekt. Vogal Queen, das heißt, die tun wir jetzt mal rein. Weiß gar nicht, ob die das. No Flower. Was braucht die schon für Flower? Ich schon die Krise. Was soll ich Bienen? Bialeiser. Was brauchst du für eine Flower? Sie braucht Kaktus. Okay. Schmeißen wir dich einfach mal schnell hier rein. Hoffentlich, dass du keine Missgeburt wirst oder so. Kein Unfall. Heutzutage ist es mit den Unfällen ja nicht so ohne. So, mal fressen, damit wir Herz kriegen, falls es wirklich angreifen sollte. Und fuck. Entschuldigung, was zu sagen. Kinderfehler. Natürlich. Warum auch nicht? Verdammt. Aber wir haben hier eher eine Rural.
Nee. Brauche er die Sinter für eine Demonic, so. Fugal, ja. Der Fugal, dann aus. Fugal mit. Ne, Modders mit Fugal. Fugal Queen. Dort. Achso, ist ja Rual, ich brauche eine Fugal, oder? Ah, ich hasse diesen Namen, ganz ehrlich. So. Modest Fugal. Modest Fugal. Rua, nicht Rua, sondern Fugal. Der Fugal kriegt durch Modest und Sinter. Das heißt, ich brauche nochmal einen Modest. Der letzte Modest half. Dann hoffen wir einfach, dass es klappt. So. Das heißt, wir fressen, schlafen gehen. Seht ihr mal, wie das mit den Bienen aufwendig ist? Da muss man schon ein bisschen aufpassen, dass da Bienen auch nicht immer sterben, und mit den Namen ist es halt schon ein bisschen ätzend, ehrlich gesagt. Wir brauchen den Modest und so eine Vogal. Sind die jetzt wieder umgetauscht oder was? Ich sag schon 10-mal den gleichen Namen. Hundertprozentig ist das Vogal. Aber ich schaue lieber trotzdem nochmal nach. Vogal, Modest. Was? Heißt, ich brauche jetzt Vogal. Geben wir Fugal. Dann brauche ich noch eine Modest Hive. Haben wir nicht. Dafür brauche ich natürlich eine Drohne. Und nach Hause. Und für Modest brauchen wir Glowstone. Das und das ergibt das. Dann können wir zur Biene gehen. Ich muss ja bedenken, ich brauche jetzt noch eine. Weiß ich zwar gerade nicht, ob es eine Königin oder ein Ding sein muss, aber sollen wir mal herausfinden. Wir haben jetzt rausbekommen, Fugal. Fugal können wir nicht rein, weil die muss einmal durchgearbeitet werden. Das heißt, wir müssen sie jetzt hier hinreinwerfen und hoffen, dass das funktioniert. Oder ob wieder ein Unfall rauskommt. Ich hoffe mal nicht. Egal. Das ist natürlich die Frage, arbeitet die? Oh, das ist egal. Es ist hier zu kalt und die Humanity will nicht. Also warm und die Humanity? Gerade ein bisschen überfordert. Wir brauchen wieder Draconic. Genau aus dem Grund, Leute, möchte ich ja das Ganze ein bisschen offline machen, weil es ist halt schon Modest und Fugal. Aufwendig. Fugal. Und die packen wir nochmal zusammen. Und den Modest habe ich jetzt, oder? Modest, genau. Also Modest und Fugal ergibt aus der hoffentlich wieder kein Unfall, weil sonst haben wir wieder alles von vorne. Oh, ja, ein Wunder. Die lassen wir noch einmal durchlaufen schnell, damit wir wieder zwei haben. Genau. Und hauen die mal rein. Und was braucht die jetzt? Ist du hart? Gut, dann kommst du weg. Mal gucken. Du Hominidit. Was? Dann kommt das Hominidit wieder rein. Okay, das haben wir jetzt nicht da. Wollen wir das Hominidit hingeklatscht? Da oben hin, glaube ich, oder? Plopp. Guck mal einfach, was die braucht. Ich denke mal das. Nein. Was? Interessant. Two Hominidin. No Flowers. Okay, was brauchst du, meine Liebe? Erzähl mir deine Lebensgeschichte. Sie braucht Kaktus. Okay, das wäre jetzt egal. Das können wir machen. Sie hat Effekt Creeper. Das heißt, sie explodiert. Hot Down 2, Down 1. Steht. Du Hominde, das heißt, wir müssen die Hominde runterkriegen. Das sollte ja normal mit dem passieren. Nee. Dann kann ich die Hominde steigern. Hä? Oh, nee. Achso, daher Upgrade. Hominde im Minus, okay, das gibt's auch. Gut. Ich muss jetzt das Hominde runter tun. Das brauche ich nicht mehr.
Das nicht mehr, das nicht mehr, das, 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 das. Das und das brauche ich nicht mehr, das brauche ich nicht mehr. Alles mal raus, was ich nicht brauche. Das Def-Info brauche ich auch nicht. Den Angel Wing kann man wieder hier reinklatschen. Und Flower brauche ich Kaktus. Das müssen wir mal gleich mal holen. Also. Kaktus. Ein Sand. Und das brauchen wir. Brauchen wir ein Blank Card. Machen wir mal ein paar machen. Das. Genau, Dway Upgrade, okay. Man muss ja nur lesen, dann geht's ja. Das hier rein. So, dann No Flower, dann kriegst du noch einen Kaktus, du. Warum hier Endstone ist, weiß auch kein Mensch. Also wegen der Enderbiene scheiße. Das heißt, du brauchst das ja. Das heißt, ich mach das hier hin und hier hin. Und. Alter Schwede, das geht ab. Wie die Luzi. Da bin ich einen Herzinfarkt bekommen. Ey. Na, interessant. Interessant, interessant. Wir kommen nicht zu nahe ran. Aber sie ist jetzt fertig. Das heißt, Rand wird sie nicht mehr explodieren, oder? Ja, oh Gott. Verdammt. Ey. Ein Herzinfarkt, ehrlich. Ich kriege echt ein Herz, dann fragt hier noch bei den Spielen. Gibt ja gar nicht. Hey. Zum Glück habe ich den Block-Damage ausgeschaltet. Sonst wäre das extrem schlimm. So. Und diese nette Dame hier, Dragonic, muss dann rein theoretisch, wenn ich es richtig verstanden habe, was ich hoffentlich habe, nochmal mit einer Enderbiene, genau. Ist aber die Prinzessin, gell? Die Frage. Ja, nein. Komme ich, wie weit muss ich denn dazu, dass ich da zukomme? Machen wir da mal 0. Komme ich da jetzt dran? Lass mal die mal durchlaufen. Eine Zeit lang, dass da noch mehr produziert werden. Weil die Drohnen kann man ja dann wieder für andere verwenden. Exotik. Radioaktive Queen ist auch geil. Was macht die? Die macht keinen Bowdown Place. Gut. So, dann machen wir hier mal wieder 0. Die schon fertig meint. Doch, die ist fertig. Gut. Immer wieder 2 raus. Perfekt. Dann machen wir sie nochmal durch. Ich kriege jetzt wieder nicht Schaden. Ein bisschen Abstand halten. Mal ein bisschen schneller wieder. Folge zwar schon vorbei, aber ich möchte die Biene noch fertig machen. Die Enderbiene. Die Explosion hilft uns natürlich die Rüstung, aber die haben wir natürlich noch nicht. Das ist ja der Scheiß an der ganzen Sache, was mich ärgert. Wir brauchen die Rüstung. Dann können wir auch ohne Probleme alles machen. So, gut, die ist fertig. Ja, das reicht. 4 Stück sollten genügen. Wobei, es ist halt schon riskant. Na egal. Wir brauchen dafür jetzt wieder eine Modest. Ja. Ne, eine Ender. Haben wir eigentlich eine Ender? Ender sollten wir hier haben. Schon fertig gezüchtete, die hier leben können. Und die 2 kommen Draconic raus. Ich hoffe, dass die kein Unfall wird, weil sonst ärgere ich mich wieder zu Tode. Perfekt. Schauen wir mal an, was die braucht. Die hat Longer Slow End. Also die braucht Flower Typ End. Keine Ahnung, was das ist. Sie wird uns das schon sagen. Und braucht Cold und Antidote. Okay. Hat die einen Effekt? Wollen wir jetzt schauen. Effekt End. Was ist ein End-Effekt? So, das ist ja, okay. Das ist ja Bixen. Die Enderbienen. Dann mit Sago. No Flower. Das heißt, es passt alles bis auf die Flower. Und Flower ist End. Was ist Endstein haben wir? Für End haben wir ja diese komischen Dingerpflanzen da. Wie heißen denn die? Die da. Ich glaube, die braucht sie dann, oder? Die. Was ist End? End ist. Enderlily Seeds kann natürlich auch sein, aber. No Flower, End. Das End. Endstein haben wir. Oh, doch.
Die funktionieren. Au. Oh. Verschwendet. Das heißt, die Bienen arbeiten jetzt. Okay, der wächst natürlich. Der weg hier, sie biegst uns. Der Effekt ist natürlich interessant. Weiß, wie lang. Jetzt mal da die löschen. Remove, remove. Wir haben jetzt eine lange Folge, aber ist auch nicht so schlimm. So wie es ausschaut, schwimmen die da unten noch rum. Enderbienen. Jetzt kann ich sie jetzt schneller schalten oder nicht? Hohoho. Ist natürlich jetzt ja so eine Sache. Wenn die nicht arbeiten, arbeiten die dann? Keiner weiß. Sollten was fressen. Auf alle Fälle schwirren die da unten rum. Haha. Ich weiß nur nicht, ob's ankommen oder nicht. Was machen die, wenn nicht ankommen? Wenn ich jetzt noch mal fresse, dann habe ich volles Leben. Dann kann ich mal rübergehen und gucken, ob die mich gleich töten oder nicht. So. No Queen. Also die hat schon was gemacht, oder? So. Ja, die hat was gemacht. Und zwar mich getötet fast. So, jetzt habe ich mal schnell erschaltet. Das heißt, jetzt müsst ihr rein theoretisch mehr arbeiten. Die Frage, kann ich, wie weit darf ich hin dazugehen, bevor ich sterbe? Kann ich mich ins Bett legen? Das darf ich anscheinend. Entweder ist sie schon fertig, oder ich darf mich ins Bett legen. Ich glaube, ja, ist sie schon fertig, wie es aussieht. Ich habe natürlich den Speed hochgedreht. Ja, die ist schon fertig. 5 Draconium, das hat sie uns gemacht. Halt die Schnauze. Kriegen nur eins raus, gell? Eine Drohne immer. Mysterium kommt. Upp. Das heißt, es ist schwierig, die Biene jetzt irgendwie zu automatisieren. Weil man halt nur eins raus, also ein Ding raus. Wir könnten jetzt. Es ist schwierig. Wenn die uns wegstirbt, die Queen, haben wir ein Problem. Gut, wir schauen uns das in der nächsten Folge an, wie das Ganze hier weitergeht. Also bleibt dran, mach's gut, tschüss.